bin hier keinen Schritt weiter. Ich will euch nichts tun, aber ihr müsst mir jetzt folgen. Man will euch über den Mord an den Anführer des Eisentrons ein paar Fragen stellen. Sie wurde angeblich vor weniger als einer Stunde ermordet und bei den Leichen hat man was gefunden, das euch gehört. Wenn ihr keinen Widerstand leistet, kann ich euch eine faire Verhandlung versprechen, aber wenn nötig, werde ich Gewalt einsetzen. Also gut, ich ergebe mich. Bring mich zu Ultra Tettore, damit ich meine Unschuld beweisen kann. Ich bin froh, das zu hören. Ich wollte euch nichts antun. Dieses Missverständnis lässt sich sicher bald aufklären. Ja, nur das entweder ein Doppelgänger ist oder zum Eisentro, also zur Sarivok gehört. Ja. In den Schmutz gezogen, wir haben nichts Falsches getan. Der Gast namens Kovacs hat euch beobachtet, wie ihr von Tatort geflohen seid. Nach allem, was wir gesehen und gefunden haben, fällt es nicht schwer, eure Absichten zu erraten. Ja, kennen wir alles? Jetzt kommt er hier. Hallo, junger Mann, es tut mir leid, ja. Kennt ihr einen Namen namens Korevas? Ja, könnt ihr euch nicht raus teleportieren? Gut. Dann schickt er uns wieder runter in den Keller. Ich kann es kaum glauben. Ihr, ein direkter Abkömmling von Baal selbst. Urgothos war klug, mein Schicksal mit dem euren zu verknüpfen. Stellt euch nur die Flüsse aus Blut vor, die wir in den Reichen vergießen könnten. Ich kann es kaum glauben, ein direkter Abgang vom Ball selbst. Oh Gott, es war klug, mein Schicksal. Naja, das hat er gerade selber gesagt. Warum lese ich das vor? Tetoril hat mich aus meinem Gefängnis befreit, denn er weiß, dass ich unschuldig bin. Er hat mich in die Katakomben von Kerzenburg geschickt, auf das mir so die Flucht gelinge. Anschließend sollte ich nach Baldur's Tor reisen, um Sarivok oder Kovaras, wie er sich neuerdings nannte, aufzuhalten. Wenn auch die Absicht einer göttlichen Abkunft faszinierend ist, bergt mir doch die Quelle selbiger nicht. Ja, ich kann es kaum erwarten, das Potenzial bei der Abstimmung voll auszuschöpfen. Ja, nun erkenne ich es. Euch erwartet ein großes Schicksal. Vergesst niemals jene, die ihr Blut für euch vergossen haben, wenn ihr euch schließlich erhebt. Wir werden sehen. Neuer Tagebucheintrag, die rechte Hand. Dort ist zudem begeistert davon, dass ich ein Abkömmling Baals bin. Er scheint sich selbst als meine rechte Hand zu sehen. Hier. Hand zu sehen. Streiten für den nächsten Gott des Mordes, um Ruhe und Ehre zu erlangen. Mhm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, ist das Phantomtor gewesen? Und Blitzstrahl. Hm. Diese Tür führt in die oberen Stockwerke der Burg. Es sieht so aus, als ob sie stark bewacht ist. Zum Glück hat Tetoril euch an einem solchen Hindernis vorbei teleportiert. Gesunder Menschenverstand sagt euch, dass gegenüber die Tür einen Fluchtweg bietet. Also, dass die Tür gegenüber einen Fluchtweg bietet. So, jede Menge Zauber zum Lernen. Deswegen speichern wir mal. Also eine kleine Kugel der Unverwundbarkeit nehme ich gerne. Phantomtor nehme ich auch gerne. Nochmal zwischenspeichern. Und ja, ich lerne Zauber für mich, weil ich die ja in den zweiten Teil und so übernehme. So. Der Rest geht erstmal an Nera. Bei Nera werde ich alles im zweiten Teil wahrscheinlich dann neu beibringen müssen. Wenn wir sie denn wieder mitnehmen sollten. Und ich glaube, ich werde sie auch wieder mitnehmen. Hier, worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, hier sind die Katakomben. Deswegen sollten wir mal hier rasten. Ihr schließt eure Augen und die Bilder von Kerzenburg kommen euch in den Sinn. Während ihr durch die Tore der Zitadelle geht, werdet ihr blitzartig in eure Kindheit zurückversetzt. Ihr seid wieder ein Kind, das nicht älter als ein paar Jahreszeiten ist. An eurer Seite ist Gorion, der selbst damals schon graue Haare hatte. Wie alt muss er damals gewesen sein,
dass sein Äußeres in all der Zeit nur so wenig gealtert ist. Während ihr vor dem Bergfried steht, dringt aus seinem Inneren lautes Geschrei. Gorion erhob nur selten seine Stimme. Doch früher interessierten euch diese Diskussionen nicht sonderlich. Ihr zeichnet im Wasser eines Brunnen Formen nach. Als eure Aufmerksamkeit plötzlich durch eine Spiegelung im Wasser vom Streitgespräch abgelenkt wird. Ein großer Rabe hat sich auf einer Steinmauer niedergelassen und starrt euch mit seinen großen schwarzen Augen an. Über die Spiegelung des Wassers erwidert ihr seinen Blick und habt plötzlich Angst davor, dem Raben unmittelbar in die Augen zu sehen. Ihr denkt, seine Füße sind Krallen, kleine Skelettkrallen. Plötzlich öffnen sich die Tore des Bergfrieds und Ulraun stürmt heraus. Er schaut euch einen Augenblick an, doch als er spricht, wendet er den Blick ab. Ihr könnt beide bleiben, verkündet er höhnisch. Doch prägt euch meine Worte ein. Dieses Kind wird euch den Tod bringen. Das Bild verschwimmt. Doch als es wieder klar wird, kommt Gorion aus der Burg. In dem Zustand, in dem ihr ihn heute kennt. Tod. Ihr richtet euren Blick wieder auf die Wasseroberfläche. Der Rabe ist weg. Doch ihr könnt euer eigenes Spiegelbild sehen. Eure Augen sind schwarz, so schwarz wie die eines Raben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, will euch die Reflexion sagen. Ihr erwacht mit einem Schrei. Wie zu erwarten, habt ihr keine erholsame Nacht hinter euch. Was wollt ihr? Ich erfreue mich nicht an nutzlosem Geschwätz. Ich wüsste gar mehr über die Geschehnisse in Grabstadt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mehr von dieser Geschichte enthülle. Das würde ich zu schätzen wissen. Als wir auf die Dorfbewohner trafen, leisteten sie kaum Widerstand. Sie hatten wenige Krieger von Wert. Jene, die es wagten, sich zu verteidigen, fielen schnell unseren Schwertern und Zaubern zum Opfer. Danach mussten nur noch die Frauen und Kinder abgeschlachtet werden. Was hättet ihr auch tun können? Die Botschaft musste unmissverständlich sein. Ihr habt getan, was notwendig war. Die Botschaft musste unmissverständlich sein. Ein ganzes Dorf abschlachten, um eine Botschaft zu hinterlassen, ist das nicht zu extrem? Seid nicht so naiv. Ich habe den Angriff nicht nur zugelassen, ich führte ihn sogar an. Wäre ich aufmerksamer gewesen, wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen. Als wir wie Götter der Zerstörung auf dem Leichenberg standen, sahen wir uns an und lächelten. Ich lächelte, weil ich die Ekstase des Sieges spürte. Aber die anderen lächelten aus einem anderen Grund. Ihr wart ein Monster unter Monstern. Das klingt nach einer erschütternden Erfahrung. Warum lächelten eure Freunde? Ich glaube, ich weiß, warum eure Freunde gelächelt haben. Fragen wir mal, warum lächelten sie? Wie ich bald herausfinden sollte, waren sie eigentlich gar nicht meine Freunde. Das Gemetzel in Grabstadt war Teil eines Planes, den sie hinter meinem Rücken geschmiedet hatten. Was für ein Plan. Schon die Erinnerung daran lässt mich wütend werden. Und das ist für jeden gefährlich, auch für euch. Sprecht ein andermal mit mir, nachdem ich Zeit hatte, mich zu beruhigen. Okay. Mir scheint, ich habe einen kaltblütigen Mörder in unsere Mitte eingeladen. Dort behauptet, er sei Mitglied einer Gruppe gewesen, die ein ganzes Dorf abgeschlachtet hat, um ein Bagatellvergehen zu vertuschen. Jetzt jagt er die anderen Mörder um seiner persönlichen Rache willen. Nun, da ich seine Geschichte kenne, frage ich mich, ob er sich auch gegen mich wenden könnte. Aber ja, Dorn hat uns ja schon... warum trage ich den eigentlich und nicht den Nymphenumhang? Weil den muss ich ja abgeben. Gut. Oh ja, Level Up hat keiner gekriegt. Dafür habe ich eine neue Fähigkeit. Heilige Macht. Bringt mir das was im Fernkampf überhaupt? Lass mal kurz gucken. Das wäre hier nämlich Heilige Macht.
Mithilfe dieses Zaubers ruft der Anwender sein Gott auf, dass ihm dieser für kurze Zeit überirdische Macht verleiht. Dadurch erhöhen sich seine Stärke, Geschwindigkeit und Konstitution um einen Punkt für je drei Stufen. Ein Anwender der dritten Stufe beispielsweise würde einen Bonus von plus 3 auf diese Attribute erhalten, während ein Anwender der 12. Stufe einen Bonus von plus 4 auf diese Attribute erhalten würde. Und ich bin 8, aber bald 9, also würde ich plus 3 kriegen. Ich kann es ja mal kurz ausprobieren. Wie kann ich helfen? Also jetzt habe ich Stärke von 11. Ich habe, glaube ich, zu nah reingezoomt, so. Ja, jetzt habe ich eine von 13. Worum geht es dir? Ja? Wie kann ich helfen? Aber ja, weiter heilen. Gibt mir Kraft. Worum geht es diesmal? So. Ja? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Da gehen wir mal hier durch. Und sind jetzt in den Hallen. Unter Kerzenburg. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Ja? Wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Hallo, Leute! Jetzt lassen wir Safada erstmal Letaphobeta losgehen. Mein Buch, ihr habt mein Buch gestohlen. Schweinehund. Wie kann ich helfen? Ja. Das wird kein schneller Tod. Warum? Warum funktioniert Hass bei dir nicht? Jetzt funktioniert's wieder. Jetzt funktioniert's wieder nicht. Okay, der Ring, der ist doof. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Für euch mit Vergnügen. Ja? Wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich, wie ihr ja, wünscht. Ja, mein Schatz, aber natürlich, Schätzchen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Für wenn das euer Wunsch ist. Oh, düster Schrecken. Komm in Ordnung. Ja? Sagt an. Welche Waffe ist jetzt eigentlich besser? Eigentlich immer noch der Spinnenfluch. Das ist kein schneller Tod. Okay, das Vieh ist schon tot. Da können wir keine Gesundheit mehr klauen. Sprecht und verschwindet. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Warum auch immer Ghule direkt unter Kerzenburg sind. Lasst uns ordentlich verdreschen. Wegen des lieben Geldes. Lasst uns ordentlich verdreschen. Lasst uns ordentlich verdreschen.
Okay, jeder Wege zurück.